Ihr steht auf Herr der Ringe, Harry Potter und alles, was das Fantasy-Filmherz begehrt. Dann solltet ihr dem Film Espen und die Legende vom Goldenen Schloss mal eine Chance geben. Wieso, weshalb, warum? Das erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich. Den Film Espen und die Legende vom Schloss habe ich ja schon seit einiger Zeit in der Sammlung, bin jetzt allerdings erst dazu gekommen, mal ein Video zum Film zu machen. Muss aber dazu sagen, ich wusste nicht, dass es tatsächlich noch einen ersten Teil davon gibt, und zwar Espen und die Legende vom Bergkönig. Das habe ich durch Zufall irgendwie mal in der Facebook-Gruppe mitgekriegt. Ich habe so, ja, okay, ist es jetzt schlimm? Nein, ist es natürlich nicht. Ne? Wenn man es jetzt natürlich darauf bezieht, bezüglich der vorhandenen Charaktere, wäre es vielleicht nicht verkehrt gewesen, sich den ersten mal anzuschauen. Ne? Dann hat man vielleicht so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, wieso die sich so gut verstehen und überhaupt. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Film, dieser skandinavische Film, durchaus für Fantasy-Fans eine Sichtung wert. Es ist natürlich jetzt, man kann ihn nicht mit Herr der Ringe und Co. vergleichen. Dafür war das Budget einfach nicht da. Aber wer jetzt wirklich mal sagen möchte, hey, ich habe damit überhaupt kein Problem, und ich möchte wirklich mal so einen etwas anderen Fantasy-Film, einen leicht budgierten Fantasy-Film anschauen, der mit sympathischen Charakteren, einer doch einfachen, aber schönen Geschichte daherkommt, eine lustige Art und Weise mit sich bringt, tolle Landschaftsaufnahmen gerade aus Norwegen daherkommen und trotzdem den ein oder anderen kleinen Fantasy-Elementen und Momenten, die er einfängt, dann kommt man hier wirklich auf seine Kosten. Also ich war tatsächlich positiv überrascht, was dieser kleine, aber feine Film von Eurovideo so mit sich bringt. Und daher wollte ich den euch jetzt einfach mal ans Herz legen. Also wer wirklich so ein Fan von Fantasy-Filmen ist, auch kleineren Filmen, der sollte sich den Film definitiv nicht entgehen lassen. Die Geschichte selber ist relativ schnell erzählt. Also der Bauernjunge Espen, der ja im ersten Teil eine Rolle gespielt hat, macht sich auf den Weg mit der Prinzessin Christine, um deren Eltern, die wohl irgendwie vergiftet wurden, wieder zu heilen. Es gibt da ein geheimes Schloss, Soror Moria, dieses goldene Schloss, das ein heilendes Wasser beinhaltet, um eben dieses Gift zu neutralisieren, das die Eltern jetzt irgendwie in den Schlaf gerissen hat oder so, keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall sind sie vergiftet worden, von wem auch immer, und sie müssen sich eben auf diese Reise zu dem Goldenen Schloss begeben. Voller abenteuerlicher Gefahren, die sie da bestehen müssen und Sonstiges. Also sehr schön erzählt. Klar, der Film erfindet das Rad nicht neu und er bedient sich auch altbekannten Elementen, aber auf eine gewisse charmante Art und Weise, ohne irgendwie zu pompös daherzukommen, was natürlich schon eben aufgrund des geringen Budgets eh nicht möglich ist, aber alles drumherum, das funktioniert für mich persönlich richtig, richtig gut. Und ich werde mir auch zeitnah definitiv noch den ersten Teil zulegen. Vielleicht hat man ja noch mal Glück auf den dritten Teil, dass man eine runde Trilogie draus macht. Aber allen Fantasy-Fans, die auch gerne mal auf kleinere Filme zurückgreifen. Ich hatte ja auch vor einiger Zeit mal eine Kritik gemacht zum Portal. Das war auch eine kleinere Produktion aus dem Norden. Auch eine Empfehlung von meiner Seite, wer jetzt wirklich mal sagt, hier, ich mag zwar Herr der Ringe und Co., aber wenn es mal so eine Art Geheimtipp ist, dann schaue ich da gerne mal rein und den gibt es auch relativ günstig zu haben. Ich habe ihn für 7, 8 Euro bekommen, den ersten Teil bekommt man auch schon relativ günstig. Also schaut hier definitiv mal rein, kann ich euch, wer Fan des Genres ist, wirklich nur ans Herz legen. Und in diesem Sinne schließe ich jetzt einfach mal meine Kritik zu diesem kleinen, aber feinen norwegischen, skandinavischen Fantasy-Abenteuerfilm ab. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr den vielleicht schon kennt. Habt ihr schon beide gesehen? Wie steht ihr allgemein so zu dieser Geschichte? Weil das ist wohl eine der beliebtesten Geschichten aus dem norwegischen Raum, was so diesen Bauernjungen Espen angeht. Alles runter in die Kommentare. Gut, ihr Lieben, dann bin ich weg für heute und wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Ciao, euer Basti vom Kinoblog. Bye, bye.